Kinderbücher. Woran denkst du, wenn du an Kinderbücher denkst? Welche Geschichten oder welche Figuren kommen in den Sinn? Vielleicht denkst du an lustige Geschichten mit Tieren, wie zum Beispiel ein großer roter Hund namens Clifford oder ein neugieriger Affe namens George. Wahrscheinlich denkst du nicht an die Geschichte, mit denen wir heute arbeiten werden. Die Geschichten, die ich für euch habe, die sind ein bisschen, doch vielleicht mehr als ein bisschen härter oder grausamer als die Geschichte, die ihr wahrscheinlich kennt. Steigt ein, mach mit, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten Video von AP Daily Live. Mein Name ist Paul Ostelsen und ich bin Deutschlehrer an der Billings West High School in dem wunderschönen Staat Montana. Und ich bin einer der zwei Deutschlehrer, die mit euch arbeiten wird. Und morgen kommt meine Kollegin Frau Becker und wir arbeiten jeden Tag mit einer anderen Geschichte von dem Werk Struwwelpeter. Heute steigen wir bei dem Thema ein und wir arbeiten mit einer Task Model. Heute ist Literary Text. Also alles gehört jetzt zum Thema Alltag, was wir machen in den nächsten 2 Wochen. Und heute ist literarischer Text, weil bei dem AP-Examen gibt es immer einen Literary Text in der Multiple-Choice-Section. Hier sind die Ziele auf Englisch, die wir heute erreichen wollen. Ja, wir müssen zuerst describe the literal meaning of the text, identify the main idea, retell or summarize information, und dann müssen wir auch interpretieren. So we'll be looking for intended audiences, purposes, points of view, and so on. Unter in der Beschreibung gibt es schon Links zu einem Google Drive-Ordner. In diesem Ordner findest du eine Datei für heute. Das ist eine PDF-Datei. Und drin gibst den Text, den wir heute benutzen, Wortschatz, Fragen und so weiter. Am Ende kommen auch diesen Link mit einem QR-Code. Aber wenn du das jetzt haben willst, würde ich empfehlen, auf diesen Link zu klicken und das alles herunterzuladen. Am Ende wird es auch ein Antwortformular geben, wo wir euren Feedback und Fragen wollen. So, bei jedem Video, also wir bereiten uns auf das Examen natürlich. Und wie gesagt, jeder Tag hat eine neue Geschichte. Heute haben wir keine Geschichten, sondern die Einleitung. Also der Hintergrund und eine Beschreibung von dem Autor, von dem Verfasser Heinrich Hoffmann. Und das machen wir gleich. Das ist eigentlich unsere Aufgabe für heute, unsere Task Model. Okay. Aber hier sind ein paar wichtige Infos über Herr Dr. Heinrich Hoffmann. Der lebte in dem 19. Jahrhundert, kam aus der Stadt Frankfurt am Main und er hatte viele Berufe. Aber er ist sehr bekannt für seine Arbeit als Kinderbuchautor und bekannt vor allem für sein Werk Der Struwwelpeter aus dem Jahr 1844. So, ich glaube, wir sind jetzt bereit für unser Beispiel, unser Literary Text. Bevor wir anfangen, und das ist wirklich für jede Aufgabe, egal was das ist, auf dem AP-Examen ist es so wichtig, dass wir die Übersicht lesen, weil in der Übersicht können wir so viele wichtige Informationen finden. Wir finden eine Orientierung und was ganz, ganz wichtig ist. Hier ist unsere Übersicht für den Text heute. In diesem Text geht es um den Hintergrund der Kreation bzw. des Autors der Sammlung von Kindergeschichten. Das ursprüngliche Kinderbuch, der Struwwelpeter,
wurde 1845 in Deutschland von Heinrich Hoffmann veröffentlicht. Okay, in dieser kleinen Übersicht, okay, habe ich schon die wichtigen Informationen hier gefunden. Hintergrund. Okay, das ist Informationen, warum er das geschrieben hat oder wie Herr Hoffmann alles geschrieben hat. Und das ist Hintergrund von der Kreation, also von den Geschichten und auch von ihm selbst, also von dem Autor. Okay, eine Sammlung, das heißt viele Kindergeschichten. Okay, so, jetzt gehen wir weiter zu. Die nächste ist hier auch wichtig, die Fragen. Okay, so bevor wir anfangen, zuerst haben wir schon die Übersicht gelesen. Dann ist es wichtig, dass wir die Fragen überfliegen. Und ich sage überfliegen, weil das bedeutet nicht, dass wir so viel Zeit haben, jede Frage intensiv zu lesen und all die Optionen anschauen. Dafür haben wir keine Zeit. Aber wir haben Zeit, sie schnell zu lesen. Und dann gehen wir zu dem Text, weil dann haben wir schon eine Idee, ja, worauf wir uns konzentrieren sollten. So, wir lesen jetzt die Fragen kurz durch. So, Nummer 1: Was fand Hoffmann problematisch mit den ersten Büchern, die er sich angeschaut hat? Okay, so jetzt weiß ich, wenn ich lese, was suche ich? Ich suche auf jeden Fall ein Problem. Okay, check im Kopf. Was bedeutet die Aussage im Kontext des Textes? Brave Kinder müssen sich reinig halten. Okay. Und hier sehe ich schon die Zeile. Das ist in Zeile 8. Das heißt, okay, ich habe Zeit, wenn ich zu dem Text gehe, dann lese ich das nochmal in Zeile 8 und hoffentlich werde ich das wissen. Nummer 3. Was hat Hoffmann beim Einkaufen am Ende gekauft? Okay, aufpassen. Wenn ich das lese, okay, gutachten, wenn er beim Einkaufen ist, weil die Frage ist, was wir da kaufen. Was bedeutet der Ausdruck sonderbaren Erfolges in Zeile 24? Okay, dann habe ich Zeit. Bei dem Text kann ich finden diese Zeile und diesen Ausdruck finden. Nummer 5. Warum haben Eltern Hoffmann auf der Straße angehalten? Warum haben Sie ihn gesehen und ihm etwas gesagt? Eltern. Okay, habe ich gemerkt. Wenn ich lese, wenn wir zu Eltern kommen, müssen wir gut aufpassen. Nummer 6. Was glaubt Hoffmann, brauchen Kinder bei der Erziehung? Die Erziehung ist, wenn Kinder klein sind. Die Erziehung ist, wie sie groß werden. Ja, also zum Beispiel im Kindergarten sind keine Lehrer, die sind Erzieher. Ja, weil sie arbeiten mit den Kindern, damit sie gut groß werden. Okay. So, ich muss jetzt dann auch merken, sagt er etwas über die Erziehung. Und zuletzt, an wen ist dieser Text am ehesten gerichtet? Ja, für wen ist dieser Text? Okay. Und hoffentlich kann ich das gut merken am Ende. Okay, Übersicht gelesen, Fragen gelesen. Jetzt gehen wir zu dem Wortschatz. Ich helfe euch ein bisschen. Ich verbringe nicht so viel Zeit auf dieser Folie, auf dieser Slide. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr gerne ein Foto davon machen. Diese Wörter sind auch in dem Google Drive, in dem PDF. Aber hier sind Wörter, die wir heute vielleicht brauchen, wichtige Wörter. So, wir haben die Entstehung. Fassungskraft, albern, Geduld, entzückt, auswendig, Sünde, Fratze, Säugling und verkümmern. Also falls du mehr Zeit brauchst, dann würde ich euch empfehlen, ein Foto davon zu machen. Jetzt kommt der Text und bitte, bitte, bitte keine Panik. Okay, ich weiß, manchmal sind diese Texte, vor allem den literarischen Texten, die sind schwer, sie sind kompliziert. Und dieser Text zum Beispiel ist nicht nur schwierig, der ist auch alt. Das heißt, alte Wörter, alte Begriffe, wir kennen alles nicht. Ich verspreche dir, ja, du kennst alle Wörter nicht. Ich selber habe ein paar neue Wörter gelernt. Aber was du hast, du kannst schon so viel Deutsch.
Du kennst so viele Wörter. Du hast die Fragen schon gelesen. Du hast die Übersicht schon gelesen. Und wir können das schaffen. Der Text ist in vier Teilen. Wir machen das also viermal. Pausieren. Ich gebe euch ein paar Tipps, bevor wir mit den Fragen arbeiten. Okay? Ich habe Audio für euch. Das ist nicht meine Stimme, sondern das ist die Stimme von Frau Becker, die morgen kommen wird. Und sie hat für uns den Text aufgenommen. Ich spiele ihre Stimme ab und dann besprechen wir kurz diesen Teil von dem Text. So, los geht's. Dr. Heinrich Hofmann, der Verfasser des Strubbelpeter, erzählt dessen Entstehung wie folgt. Gegen Weihnachten des Jahres 1844, als mein ältester Sohn 3 Jahre alt war, ging ich in die Stadt, um demselben zum Festgeschenke ein Bilderbuch zu kaufen, wie es der Fassungskraft des kleinen menschlichen Wesens in solchem Alter entsprechend schien. Aber was fand ich? Lange Erzählungen oder alberne Bildersammlungen, moralische Geschichten, die mit ermahnenden Vorschriften begannen und schlossen wie: Das brave Kind muss wahrhaft sein oder brave Kinder müssen sich reinlich halten, etc. Als ich nun gar endlich ein Foliobuch fand, in welchem eine Bank, ein Stuhl, ein Topf und vieles andere, was wächst oder gemacht wird, ein wahres Weltrepertorium abgezeichnet war und wo bei jedem Bild fein säuberlich zu lesen war, die Hälfte, ein Drittel oder ein Zehntel der natürlichen Größe. Da war es mit meiner Geduld aus. Und pausieren. Okay, nicht ausflippen. Okay, versprochen. Es ist okay. Ich weiß, das war ein bisschen schwer. Aber ich habe schon ein paar Wörter gelesen, die ich wusste. Oh, das ist vielleicht eine Lösung oder ein Teil von einer Lösung für meine Fragen. Unsere erste Frage, die wir hatten, war etwas mit Probleme. Etwas war problematisch mit den Büchern von Heinrich Hoffmann, also die Bücher, die er zuerst gesehen hat. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, wo ist das erste Problem? Okay, er sucht ein Geschenk. Es ist Weihnachten. Er sucht ein Geschenk für seinen Sohn. Ja, sein Sohn hier ist 3 Jahre alt und er sucht. Und hier hat er gesagt, was fand ich? Lange Erzählungen. Okay, vielleicht ist das ein Problem. Sie sind zu lang. Oder alberne Bildersammlungen. Albern bedeutet dumm, blöd, nicht logisch. Okay, da waren moralische Geschichten. Okay, vielleicht ist das ein Problem. Ich weiß es nicht. Und hier sind Zitaten wie: Das brave Kind muss wahrhaft sein. Oder brave Kinder müssen sich reinlich halten. Das wurde erwähnt in einer Frage. Das werde ich markieren. Dann kann ich zurückkommen. Okay, und als er gar endlich ein Foliobuch fand, und in dem Buch hatte es eine Bank und einen Stuhl und einen Topf und so weiter. Ja, hier hat er gesagt, wobei jedem fein säuberlich zu lesen war, die Hälfte, ein Drittel oder ein Zehntel der natürlichen Größe. Da war es mit meiner Geduld aus. So, er mag das nicht. Ja, also der war nicht mehr geduldig, der war fertig damit. Vielleicht kenne ich die Antwort noch nicht, also die Lösung. Okay? Aber ich habe schon markiert, wo sind mögliche Probleme. Und ich habe hier auch markiert, dass er gesagt hat, dass das Buch hat moralische Sachen wie: Das brave Kind muss wahrhaft sein. Also nicht lügen. Und brave Kinder müssen sich reinlich halten. Also wenn du reinlich bist, das heißt, du bist sauber, du putzt dir die Zähne, du gehst duschen, baden und so weiter. Okay? So, jetzt habe ich schon ein paar Ideen, aber ich muss weiterlesen. Jetzt gehen wir zu dem zweiten Teil des Texts.
einem Kind, dem man eine Bank zeichnet und das sich daran erfreuen soll, ist dies eine Bank, eine wirkliche Bank? Und von der wirklichen Lebensgröße der Bank hat und braucht das Kind gar keinen Begriff zu haben. Abstrakt denkt ja das Kind noch gar nicht. Und die allgemeine Warnung, du sollst nicht lügen, hat wenig ausgerichtet im Vergleich mit der Geschichte Fritz, Fritz, die Brücke kommt. Als ich damals heimkam, hatte ich aber doch ein Buch mitgebracht. Ich überreichte es meiner Frau mit den Worten: Hier ist das gewünschte Buch für den Jungen. Sie nahm es und rief verwundert: Das ist ja ein Schreibheft mit leeren weißen Blättern. Nun ja, da wollen wir ein Buch daraus machen. Okay, ich habe ein paar gute Infos hier gelesen. Wo ist mein Stift? Hier ist der. Okay. Er hat noch mehr Probleme hier. Und ich habe das hier gemerkt. Er hat gesagt, abstrakt denkt ja das Kind noch gar nicht. Okay. Man kann als Kind nicht so abstrakt denken, wie das in dem Buch ist. So, wenn wir wieder zu den Fragen gehen, vielleicht gibt es eine Lösung, eine Option in diese Richtung. Weil ich glaube, wir haben das hier jetzt richtig gefunden. Was ich auch interessant fand, ich habe auch markiert, ich will finden, was er am Ende beim Einkaufen gekauft hat. Und hier am Ende hat er gesagt, was er gekauft hat. Hier ist das gewünschte Buch. Okay, er hat ein Buch gekauft für den Jungen, für seinen Sohn. Die Frau nahm das Buch und sagt verwundert, das ist ein Schreibheft, ein Heft für Schreiben mit leeren weißen Blättern. Also ein Buch mit nichts drin, ein Schreibheft, ein Heft. Nun ja, dann wollen wir ein Buch daraus machen. Ah, er will ein Buch kreieren, erstellen, machen. Okay, ich freue mich schon auf die Fragen, weil ich glaube, wir schaffen das auf jeden Fall. Jetzt gehen wir zu dem dritten Teil. Ja, nicht ausflippen, wir schaffen das. Dritte Teil. Ich muss dabei auch den sonderbaren Erfolg erwähnen, den das Büchlein anfangs in Frankfurt selbst hatte. In den ersten Monaten des Jahres 1846, nachdem der Strubbelpeter am vergangenen Christfest zum ersten Mal in die Kinderwelt getreten war, wurde ich oft von dankbaren Müttern oder entzückten Vätern auf der Straße angehalten, welche mich mit den Worten begrüßten: Lieber Herr Doktor, was haben Sie uns eine Freude gemacht? Ich habe da zu Hause ein dreijähriges Kind, welches sich bis jetzt sehr langsam entwickelte und nun in ganz kurzer Zeit das ganze Buch auswendig weiß und ganz allerliebst hersagt. Ich versichere Sie, in dem Kinde steckt was. Damals waren die Genies unter den Kindern ganz gemein geworden. Später sahen freilich die Leute ein, dass es nicht sowohl in den außergewöhnlichen Anlagen der Kleinen als auch in der glücklich getroffenen plastischen Diktion steckte. Hey, hier ist auch ein sehr gutes Beispiel, dass manchmal der Text hat mehr Informationen als das, was wir brauchen. Und das ist okay. Ich habe gefunden hier am Anfang von diesem Teil, der hat erwähnt, wo ist das hier? Müttern und Vettern auf der Straße haben ihn angehalten. Das ist in unserer Frage. Sie sind zu ihm gegangen und sie haben gesagt, was für eine Freude sie gemacht hat oder ihn gemacht hat. Ich mag hier, Freude ist immer positiv. Wenn es eine Freude ist, ist es positiv. Okay? Er hat, und sie haben gesagt zum Beispiel, oh, die Kinder, die kennen das Buch auswendig.
Das heißt, sie kennen jedes Wort. Sie wissen das so gut, wie das läuft. Okay, so sie haben so gut von diesem Buch was gelernt. Okay, und dann am Ende, es gibt mehr Informationen, aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Wenn es ist, können wir immer zurückkommen. Aber ich glaube, wir sind bereit für den letzten Teil. Ja, niemand hat sich ausgeflippt, hoffentlich. Wir gehen jetzt zu dem dem vierten Teil. Okay, auch viel Text, aber wir werden sehen, was wir daraus ziehen müssen. Trotzdem hatte man den Strubbelpeter aber auch großer Sünden beschuldigt. Denselben als gar zu märchenhaft, die Bilder als fratzenhaft, oft herb genug getadelt. Da hieß es: Das Buch verdirbt mit seinen Fratzen das ästhetische Gefühl des Kindes. Nun gut. So erziehe man die Säuglinge in Gemäldengalerien oder in Kabinetten mit antiken Gipsabdrücken. Aber man muss dann auch verhüten, dass das Kind sich selbst nicht kleine menschliche Figuren aus zwei Kreisen und vier geraden Linien in der bekannten Weise zeichne und glücklicher dabei ist, als wenn man ihn den Lakun zeigt. Das Buch soll ja märchenhafte, grausige, übertriebene Vorstellungen hervorrufen. Das germanische Kind ist aber nur das germanische Volk und schwerlich werden diese Nationalerzieher die Geschichte vom Rotkäppchen, das der Wolf verschluckte, vom Schneewittchen, das die böse Stiefmutter vergiftete, aus dem Volksbewusstsein und aus der Kinderstube vertilgen. Mit der absoluten Wahrheit, mit algebraischen oder geometrischen Sätzen rührt man aber keine Kinderseele, sondern lässt sie elend. Elend verkümmern. Okay, er geht weiter und er erzählt, was Kinder brauchen. Und er hat hier zum Beispiel ein paar Märchen hier erwähnt, die ihr bestimmt kennt: Rotkäppchen, Schneewittchen. Und er schrieb hier, dass das Kind braucht ein Buch, das märchenhaft ist, grausig. Übertriebener Vorstellung, wenn es übertrieben ist, das heißt Fantasie, wenn es eine Vorstellung ist, die übertrieben ist. Okay? Ich glaube, wir haben fast alles, was wir brauchen. Okay? Wir gehen jetzt zu den Fragen. Und Elend verkümmern. wir machen das jetzt mit einem Kahoot. Okay? Das wird jetzt ein bisschen kompliziert sein, weil mein Kahoot-Spiel und mein YouTube-Live-Plattform, die sind nicht immer zusammen. Ich bin manchmal 20 Sekunden oder so vor euch. So, das heißt, wenn ihr bei dem Spiel seid, ja, das kann, es kann ein bisschen dauern. Also, ihr könnt vielleicht weitergehen auf deinem Device, auf deinem Gerät. Du wirst sehen, oh, wir sind jetzt schon bei der zweiten Frage. Aber Herr Asersen, du redest immer noch von der ersten Frage. Ja, so ist das. So, es ist ein bisschen komplizierter, aber ich habe gehört von deinem Deutschlehrer oder Lehrerin, dass du super klug bist und wir schaffen das auf jeden Fall. So, das lasse ich hier einige Sekunden. Er geht auf Kahoot.it und hier ist der Code. Gleich gehe ich zu dem Kahoot-Seite, wo es auch den Code gibt und wir warten auf ein paar Spieler. Also der Code ist 948-7274. Okay, hoffentlich schreibt ihr das auf oder macht ein Foto davon. Ich gehe jetzt zu meinem Kahoot. Es ist okay, wenn ihr noch nicht da seid. Sehr schön. Ich sehe schon viele coole Namen. Ja, das sind alle Spitznamen. Sehr gut. Gut, ich freue mich zu sehen, wie die Fragen sind, ob sie
ob wir das geschafft haben. Manchmal bei diesem Format ist das schwer, wenn du die Fragen nicht vor dir hast, weil ich glaube, das ist immer eine gute Idee, die Fragen zu haben. Ja, und dann man kann dann direkt immer Fragen zu Text, Fragen zu Text, Fragen zu Text. So manchmal in diesem Format ist das ein bisschen schwieriger. Aber es ist gut, wenn ihr die Fragen dabei habt, dann könnt ihr das machen. So, ich warte nur ein paar Sekunden mehr und dann muss ich anfangen. So, ich glaube, mit dem Code kann man immer noch rein, wenn ihr live seid. Wenn ihr nicht live seid, ist schon okay. Du kannst auch noch selber testen, also wie die Fragen sind. Okay? So, ich glaube, wir müssen jetzt beginnen und los geht's. Frage Nummer 1. Was fand Hoffmann problematisch mit den ersten Büchern, die er sich angeschaut hat? Was fand er problematisch? Sie waren zu leicht verständlich. Sie waren nicht altersgemäß. Sie waren zu lang. Sie waren nicht aktuell. Was meinst du? Was fand Hoffmann problematisch? Und nur ein kleiner Tipp für euch. Ich weiß, ihr seht einen Timer für 90 Sekunden. Aber ihr müsst wirklich mir eine Antwort geben, wenn es so gegen 20 Minuten, wenn gegen so ungefähr 20 Sekunden übrig sind, weil mit der Zeit mit YouTube muss ich dann weiter zu der nächsten Frage. Du wirst schon sehen, dass du bei der nächsten Frage antworten kannst, aber bitte mach das nicht, bevor du die Optionen siehst. Okay, sie war nicht altersgemäß. Okay, so. Sehr gut. So, ja, sie war nicht altersgemäß. Ja, das bedeutet, dass sie zu abstrakt war. Dass die Kinder können ja nicht abstrakt denken. Okay, so das ist die beste Antwort. Okay, sie waren zu leicht verständlich, war auch eine populäre Antwort hier. Okay, aber das Problem mit dieser Antwort ist, die waren nicht zu leicht verständlich. Ja, die waren zu schwer verständlich. Gehen wir weiter. Die zweite Frage. Was bedeutet die Aussage im Kontext des Textes, brave Kinder müssen sich reinlich halten? Brave Kinder müssen sich reinlich halten. A. Organisiert und fleißig sein. Ehrlich und artig sein. Nett und verlässlich sein, Entschuldigung. Oder sauber und hygienisch sein. Ja, was bedeutet reinlich in diesem Kontext? Kannst du ein Synonym finden? Was passt am besten? Organisiert und fleißig. Ich glaube, die sind klar. Ehrlich und artig. Ich glaube, das ist klar, wenn du ehrlich bist, du sagst die Wahrheit und du artig bist, du bist gut und nett, du bekommst Geschenke von dem Nikolaus und nichts von Krampus. Nett und verlässlich. Okay, das sind auch positive Sachen. Sauber, hygienisch. Sehr gut gemacht. Also die meisten haben das geschafft, okay, mit sauber und hygienisch. Ja, reinlich, wenn etwas rein ist, es ist super sauer. Also nicht sauer, Entschuldigung, nein, nicht sauer, sauber, sauber mit B. Also wenn es rein ist, es ist sauber. So, es sind ein paar Wörter zum Beispiel für to clean. Also reinigen, putzen, sauber machen. Okay? Kinder müssen sich reinlich halten. Wir werden sehen in dem nächsten Video einen Junge, der Struwwelpeter, der nicht reinlich, also der sich nicht reinlich hält, der ist nicht sauber, nicht hygienisch. Okay, gehen wir weiter. Die dritte Frage.
Was hat Hoffmann beim Einkaufen am Ende gekauft? Was hat Hoffmann beim Einkaufen am Ende gekauft? Ein unbeschriebenes Buch, ein buntes Malbuch, eine interessante Zeitung oder nichts? Was hat er beim Einkaufen, als er shoppen gegangen ist, was hat er gekauft? Ich glaube, das haben wir markiert in dem Text, weil er hat das seiner Frau gegeben. Und was war das? Was hat er gegeben? Oder vielleicht hat er nichts gegeben. Mal sehen. Ich glaube, die Wörter sind hier alle verständlich. Ja, und das ist hier ein Beispiel. Bei dem Literary Text geht es immer Fragen detail specific, also ob du das verstanden hast. Und hier ist ein Beispiel davon. Ja, so was meint ihr? Was hat er am Ende gekauft? Er hat das bestimmt nicht online bestellt. Das ist im 19. Jahrhundert. Das muss er selber in einen Laden gehen und ein Geschenk aussuchen. Es gab kein Amazon damals. So, wie habt ihr alles hier geantwortet? Super gemacht. Ein unbeschriebenes Buch ist richtig. Okay. Er hat ein unbeschriebenes Buch gekauft. Ja, ein Schreibheft, das leer war. Die Blätter waren leer, da war nichts drin. Also die Antwort ist nicht, weil er hat doch ein Buch gekauft. Er hat ein Buch. Ein leeres Schreibheft. Und dann hat er Struwwelpeter in diesem Buch geschrieben. Vierte Frage. Was bedeutet der Ausdruck sonderbaren Erfolges in Zeile 24? Ich liebe es, wenn wir eine Zeilennummer haben, dann kann ich direkt zu dieser Zeile gehen und sofort meine Antwort finden. Okay. Findet das in dem Text, Zeile 24, und hier sind die Optionen. Etwas Ungewöhnliches passierte. Oder die Menschen verfolgten dem Buch. Oder Menschen fanden das Buch in Frankfurt auf der Straße. Oder das vergangene Christfest war sonderbar gewesen. Was bedeutet in dieser Zeile? Also findet den Satz, findet den Kontext. Was ist direkt davor? Was ist direkt danach? Was bedeutet sonderbaren Erfolges? Hier sind die Vokabeln vielleicht ein bisschen schwieriger. Okay, wenn etwas ist ungewöhnlich, es ist nicht normal. Ich sage immer, in Deutsch gibt es so viele Optionen für nicht normal, also seltsam, nicht normal, ungewöhnlich. Menschen folgten dem Buch. Ich glaube, das kannst du verstehen. Menschen fanden das Buch auf der Straße in Frankfurt. Oder das vergangene Christfest war sonderbar gewesen. Ja, sonderbar, das ist so, ja, auch nicht etwas anders. Okay. Wie habt ihr das gemacht? Gut gemacht. Das bedeutet, etwas Ungewöhnliches passierte. Okay? Etwas, was nicht Normales ist, passierte. Okay? Und ich glaube, in den nächsten Fragen werden wir sehen, was das ist. Ich glaube, das ist, was die Eltern gemacht haben. Gehen wir jetzt zu der fünften Frage. Warum haben Eltern Hoffmann auf der Straße angehalten? Das haben wir markiert. Hast du das auch markiert in deinem Text? Wenn du das gemacht hast, kannst du das sofort finden. Okay. Waren die Eltern überrascht von seinem Buch? Waren sie enttäuscht von seinem Buch? Waren sie zufrieden mit dem Buch? Oder waren sie skeptisch über sein Buch? So, hier haben wir ein paar Gefühle oder Adjektive hier. Wir haben so überrascht, so, ah, schockiert, Überraschung. Waren sie enttäuscht? Also wenn jemand enttäuscht ist, man ist nicht glücklich. Man ist, ach Mann, ey, das ist nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Zufrieden, das bedeutet glücklich. Also du bist glücklich damit, dass es, also ist, es hat funktioniert, wie du das wolltest. Okay? Oder sie waren skeptisch. Das ist ein Cognate. So, du kennst bestimmt skeptisch. Man weiß nicht.
Okay. So, was denkt ihr? Ich glaube, das findet ihr schnell, hoffentlich, was diese Eltern auf der Straße angehalten haben. Ja, und hier ist auch ein Beispiel, das in dem Text, es steht nicht Eltern, was steht es? Mütter und Väter. Okay, und dann du musst diese Synonyme finden, um das zu finden. Und ja, unsere Lösung hier, sie waren zufrieden mit seinem Buch. Sie waren glücklich, weil die Kinder das gelesen haben und sie lieben das. Und jetzt sind sie gute, brave Kinder. Wir haben noch zwei Fragen. Nummer 6. Was glaubt Hoffmann, brauchen Kinder bei der Erziehung? Okay, wie ich gesagt habe, Erziehung ist, wenn die Kinder klein sind und die Eltern oder die Lehrer oder die, ja, in diesem Fall vielleicht ein Autor, bei der Erziehung, das ist, wie die Kinder groß werden. Okay, und was die Eltern machen müssen, damit sie gute, so brave, junge, also Kinder werden. Okay, so was glaubt ihr, was brauchen diese Kinder? Brauchen sie Strenge und Algebra? Brauchen sie Märchen und Fantasie? Brauchen sie nur die absolute Wahrheit? Oder brauchen sie keine Geschichten? Was meinst du? Also Strenge und Algebra, wenn man streng ist, das ist hart, das ist schwer, das ist nicht flexibel. Algebra, okay, kennt ihr? Märchen und Fantasie? Absolute Wahrheit, das heißt kein Lügen, das ist schwarz-weiß, so ist das oder so ist das nicht. Das ist die absolute Wahrheit. Ja, die absolute Wahrheit ist, du bist ein Superschüler und du wirst das AP-Examen rocken. Das ist die absolute Wahrheit. Okay, oder denkt ihr, dass die Kinder keine Geschichten brauchen? Was meinst du? Hast du das in dem Text gefunden? Ich glaube, wir haben das markiert. Märchen und Fantasie. Ja, die haben Märchen erwähnt, er hat Märchen erwähnt in dem Text und gesagt, dass sie brauchen übertriebene Vorstellung und ja, nicht die absolute Wahrheit. Unsere letzte Frage. An wen ist dieser Text am ehesten gerichtet? Das heißt, für wen wurde dieser Text geschrieben? Ja, wer ist der Zuschauer, also oder Leser von diesem Text? Für wen? Für welche Person ist dieser Text? So, Entschuldigung, dass es ein bisschen klein ist. Hoffentlich könnt ihr das lesen. Ist das an Menschen, die sich für Bücher interessieren? Ist das am ehesten für Eltern, die ihren Kindern den Struwwelpeter vorlesen? Ist das an Lehrer, Lehrerinnen, die diese Geschichten im Unterricht verwenden, so wie ich? Oder an Leute, die wissen wollen, wie man im 19. Jahrhundert Kinder erzogen hat. Ja, du kannst sehen, diese erzogen, das ist Partizip von erziehen. Okay. An wen ist dieser Text am ehesten gerichtet? Manchmal bei diesen Fragen habe ich eine Diskussion mit meinen Schülern, aber doch, doch, vielleicht diese Frage oder diese Antwort ist vielleicht auch gut. Und ich sage immer ja. Also man kann immer sagen, oh, ist auch gut für diese Person oder für diese Leser. Aber die Frage in der Frage steht am ehesten, am höchsten. Also ist wirklich best. Also was ist die beste Lösung? Weil es gibt Möglichkeiten. Okay? Aber du musst finden, Nummer 1, top, beste. An wen ist dieser Text am ehesten gerichtet? Das sind dann Eltern, die ihren Kindern den Struwwelpeter vorlesen. Oh, ich habe gesehen, manche haben so 5 genommen. Das war ein bisschen tricky. Okay, aber das ist die Einleitung. Das ist in dem Text. Das ist in dem Kinderbuch. Okay, so das ist für die Eltern in dieser Zeit, die das Buch hatten. Okay, und das waren so Informationen, bevor man beginnt. Sehr gut. Glückwunsch an unsere Gewinner, die das geschafft haben. Also alle haben super gemacht und ja, super Spieler. Glückwunsch an vor allem oh, hat 7-7. Diplomat Seal. Okay, sehr gut. Und haben auch Mighty Octopus und Giving L back. Sehr gut.
So, wir sind jetzt fast fertig. Danke fürs Mitspielen. So, was sollte ich jetzt wissen? Was haben wir heute gelernt? Hey, hier sind meine Tipps und Tricks und auch die Tipps und Tricks von Frau Becker. Ja, also wenn du weiterschaust mit uns bei diesen Videos, du wirst diese Tricks jedes Mal hören, wenn wir einen Multiple-Choice-Task haben. Okay, vor dem Lesen, du musst zwei Sachen machen. Übersicht lesen, Fragen überfliegen, damit du weißt, worum es geht. Und du hast ein Konzept von den Fragen, was du finden musst. Hast du nicht gesehen mit diesem langen literary Text? Das sind so viele Wörter, so viele Sätze. Du machst dich verrückt, wenn du versuchst, jeden Satz perfekt zu übersetzen in deinem Kopf und bla bla bla. Du hast keine Zeit dafür. Sorry, Entschuldigung. Okay, kannst du später finden, ausdrucken und mit deinen Katzen oder Hunden lesen mit Wörterbuch dabei. Okay, aber bei dem AP-Examen haben wir die Zeit nicht. Okay, so du musst wissen, worum es geht. Das ist die Übersicht und was die Fragen sind. Okay, das ist Tipp, Trick Nummer eins. Dann beim Lesen. Okay, also markieren, unbekannte Wörter aus dem Kontext erschließen. Wenn du das liest und du weißt schon, was die Fragen sind und du denkst, ich glaube, das hier ist vielleicht wichtig. Ja, markieren und denken, okay, in diesem Kontext, was könnte das bedeuten? Okay, und natürlich die Schlüsselwörter erkennen, also die wichtigsten Wörter markieren. Okay, ich sage, also wie ich gesagt habe, wenn das in der Frage ist, etwas über Probleme, es ist problematisch, wenn du das liest, markier bitte Wörter oder Sätze, bei denen du siehst, ich glaube, das ist ein Problem. In der Frage, wenn in der Frage steht, etwas über Eltern, die ihn angehalten haben, dann wahrscheinlich markieren bei den Eltern oder beim Anhalten. Und zuletzt Fragen beantworten. Hey, das haben wir bei Kahoot gemacht. Also momentan jetzt bei AP dürfen wir mit Kahoot nicht beantworten. Sie haben gesagt, nein, das geht nicht. Ja, der muss immer noch mit dem Bleistift machen. Okay. Aber wenn das so ist, ist es wichtig, dass du alle Fragen beantwortest. Also ich sage immer, wenn du weißt, es falsch ist, dann weg, weg. Und auch wenn du nur zwei Fragenoptionen hast, dann raten. Okay, raten. Okay, mach so das. Ja, ist besser als nichts. Ja, das ist ein Shoutout-Move von einer Schülerin von mir. Also du weißt, wer du bist. D-d-d-d-d-d, mach das. Okay, und nicht viel zu Zeit mit einer Frage verbringen. Ja, du musst, also Tempo ist wichtig, du musst weitergehen. Hier ist nochmal, wie man einscannen kann, wenn du das noch nicht gemacht hast. Wenn du brauchst die PDF-Datei, kannst du hier einscannen und downloaden. Wenn du das noch nicht gemacht hast, ist es auch in der Beschreibung. Hey, und hier auch ist ein QR-Code für unsere Antwortformular. Das ist ein Google Form. Du kannst Fragen stellen oder Kommentare geben und wir wollen sie nächstes Mal besprechen. Bevor ich weitergehe, bevor ich vergesse, wenn du sagst, oh, Literary Text, ich brauche mehr Übung, ich muss mehr machen damit, kann ich auf jeden Fall empfehlen, im AP Classroom zu gehen und in Unit 2, Unit 3 und Unit 5. Einheit 2, 3, 5 gibt es noch Literary Text mit Videos in diesem Format. Okay, wenn ihr das nochmal üben wollt. Im nächsten Video, wir gehen weiter und wir fangen an mit der ersten Geschichte mit dem Struwwelpeter. Okay, ich freue mich riesig drauf. Und wir arbeiten eigentlich mit zwei Task Models: Werbung, Promotional Material und Instructions, Anweisungen. Und für zwei Task Models brauchen wir auf jeden Fall zwei Lehrer. So, Frau Becker ist morgen dabei, ich bin auch dabei. Ich freue mich riesig. Vielen Dank. Ups, Entschuldigung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich riesig auf euch. Danke, dass du da dabei warst. Und wir sehen uns gleich wieder.